Der Lars. Der Lars. Servus. Ja, der Lars. Der Lars. Jetzt ist er wieder da. Du warst jetzt länger nicht mehr da. Ja, ja. Er hat jetzt einen längeren Aufenthalt gehabt. Ja. Naja, er ist ein alter Finanzjongleur. Finanzier. Hä? Und irgendwie, es ist halt ein gefährliches Pflaster. Aber du hast ganz schön abgenommen, muss ich sagen. Ja, nicht so viel, 15 Kilo. Ne. 15 Kilo? 15 Kilo. Die hätten dann vorher sehen können. Aber steht da gut, der Aufenthalt war nicht so schlecht. Warst du in, muss ich blöd fragen, Landsberg oder warst du in Straubing? Du warst in ja, nur 9 Jahre in Landsberg. War nur in Landsberg war. Er war in Landsberg. Aber das ist interessant, was er erzählt. Er sagt zum Beispiel, in Landsberg ist die Kich besser als in Straubing. Weil er sagt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, weil da sind ja viele so Leute mohammedanischen Glaubens, gell? Und wenn einer gerne ein Lamm isst oder solche Sachen, dann kriegt er es auch, weil die haben eine internationale Küche. Aber so, und jetzt, was machst du jetzt? Immobilien, glaube ich. Jetzt macht er Immobilien und Auto finanzierst auch. Autos, private Krankenversicherung, Baugrundstück. Also, wenn es Geld braucht, da ist er. Er bringt es her. Irgendwie. Der Lamberger, schau hin. Der Lamberger.